Hallo, ich bin live. Wow. Hallo, ich freue mich, wenn ihr da seid. Gebt mir mal irgendein Zeichen, schreibt irgendwas in die Kommentare, Daumen rauf, Herzchen, was auch immer, dass ich sehe, ob jemand da ist. Aber selbst wenn jetzt zu dieser Uhrzeit, bei euch ist es ja 10 Uhr morgens, hier in Bali dämmert es schon. Ich habe schon Lichter angemacht, weil offenbar ein Gewitter aufzieht. Hier ist es 17 Uhr. Und selbst wenn niemand jetzt zu dieser für euch wahrscheinlich schwierigen Uhrzeit da sein kann, ihr könnt es live, also dieses Live-Video nachher dann anschauen, es bleibt in der Gruppe stehen. Mich würde halt nur interessieren, was ihr denn für ein Interesse habt, in dieser Gruppe dabei zu sein. Und jetzt muss ich mal gerade gucken, da will jemand mit dazukommen. Hier fliegen die ersten Däumchen. Ich freue mich, wenn jemand dabei ist. Also wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dieser Gruppe erwartet, was ich für euch tun kann. Ich werde hier jeden Freitag immer so eine Viertelstunde aus meinem Buch vorlesen und würde aber gerne trotzdem auch auf Fragen antworten. Das ist per Multitasking nicht so leicht, weil ich auf diesem kleinen Bildschirm dann immer lesen muss, was ihr schreibt. Aber wenn ihr mir dann, nachdem ich fertig bin mit Lesen, einen Moment Zeit gebt, das zu lesen, was ihr geschrieben habt, was ihr gepostet habt, dann kann ich darauf sicher antworten. Also, beim letzten Mal, das war vor einer Woche, habe ich euch mit diesem Buch bekannt gemacht. Das heißt Arschbombe ins Glück, ist noch vor nicht allzu langer Zeit erschienen, gibt es als Hardcover, als Paperback, als E-Book und sehr bald auch als Hörbuch. Also ich kriege immer wieder gesagt, ich hätte eine angenehme Stimme. Ich finde das gar nicht, aber okay. Wer mich also hören will, der kann das bald tun, wird es auch bei Audible geben und auf allen bekannten Hörplattformen und sind etwa 6 Stunden 20 Minuten, glaube ich, in denen man dann ratzfatz dieses wunderbare Buch sich reinziehen kann. Ja, und letzte Woche habe ich also euch ein ganz kurzes Warm-up, das so heißt das erste Kapitel, vorgelesen und euch erzählt, was euch in diesem Buch erwartet, wie es dazu überhaupt gekommen ist. Und dann habe ich quasi mittendrin aufgehört, nachdem 10 Minuten vorbei waren und endete mit dem Satz, sie haben dieses Buch gekauft, obwohl sie gerade keinen brennend aktuellen Anlass haben, sondern weil sie wissen wollen, wie sie die nächste Krise meistern oder gar vermeiden können. Auch dann sind sie hier richtig. Ja, und an der Stelle machen wir jetzt weiter. Vielleicht fragen Sie sich gerade, woher ich diese ganze Raus aus der Krise, rein ins Glück Kompetenz habe und ob ich überhaupt weiß, wie sich Probleme von Ihnen anfühlen. Ich kann Ihnen versichern, ja, ich kenne mich aus im Land der Tränen. Mein Leben bestand jahrelang sozusagen nur aus Krisen. Aus heutiger Distanz kann ich allerdings mit Gewissheit sagen, dass ich das Ausmaß meines Elends durchaus selbst erzeugt habe. Da werden Sie womöglich Parallelen entdecken. Ich weiß also aus eigener Erfahrung, wie man in den Sog der Krise hineinkommt und wie man sich im Negativstrudel fühlt. Durch jede Menge Versuch und Irrtum und durch jahrelange Übung weiß ich inzwischen aber auch, wie man wieder aus der Misere herauskommt und wie man dauerhaft draußen bleibt, zumindest die allermeiste Zeit. In den Schoß gefallen ist mir das aber nicht. An einem der tiefsten Tiefpunkte meines Lebens gab es für mich nur noch up or out. Eigentlich hatte ich schon längst überhaupt keine Lust mehr weiterzumachen. Keinen Bock mehr auf den ganzen Schmerz, die Sorgen, den Streit und das ganze Elend. Einzig für meinen Sohn habe ich durchgehalten. Und nachdem out somit gestrichen war, gab es nur noch up. Also habe ich die Entscheidung getroffen, aktiv aus dem Loch auszusteigen, in dem ich zum wiederholten Male steckte, anstatt mich immer tiefer zu vergraben. Ich habe mein Leben in die eigene Hand genommen, habe unzählige Kurse und Seminare besucht, sehr viel über mich und das Leben gelernt und mich ganz allmählich wieder, vielleicht sogar erstmals, an die Oberfläche gekämpft. Inzwischen habe ich daraus sogar einen Beruf für mich gemacht und letztlich sogar meine Berufung gefunden. Während ich früher als Journalistin zwar sehr erfolgreich, jedoch die meiste Zeit gestresst und unglücklich war, bin ich heute als individualpsychologische Beraterin, Mentalcoach und Anti-Stress-Trainerin in Stuttgart
und inzwischen auch in Bali, nicht nur erfolgreich, sondern auch rundum glücklich. Zumindest die allermeiste Zeit. Für sie hat das den Charme, dass sie nicht auch etwa jahrelange Ausbildungen machen, das ganze Programm absolvieren und womöglich den Job wechseln müssen. Sie dürfen mein Wissen und meine Erfahrung gerne anzapfen, um den Weg aus ihrer persönlichen Krise und rein ins Glück zu finden. Die Pool-Methode ist die Quintessenz aus einer ganzen Reihe von Methoden und Interventionen, die ich im Laufe meiner zahlreichen Aus- und Weiterbildungen kennen und anwenden lernte, angereichert mit meiner persönlichen Erfahrung und Lösungskompetenz. Ein Wundermittel, das Sie nur einmal einnehmen müssen und das Sie ab sofort und für immer glücklich macht, ist diese Methode aber wie gesagt nicht. Es ist also keineswegs damit getan, das Buch zu lesen oder hier zuzuhören und auf Veränderung zu warten. Wenn Sie tatsächlich in den warmen Pool der guten Gefühle springen und dann auch dauerhaft darin bleiben wollen, brauchen Sie schon einiges an Mut, Übung, Konsequenz und Ausdauer, vor allem am Anfang. Auch Rückschläge bleiben Ihnen vermutlich nicht erspart. Das ist mit der Pool-Methode wie mit allem Neuen im Leben. Die Kids im Schwimmbad werden ja auch nicht als Arschbombenexperten geboren, sondern müssen mutig anfangen, üben, dranbleiben, weitermachen und holen sich dabei mitunter auch noch jede Menge blaue Flecken. Aber sie haben einen Riesenspaß dabei und sie werden von Mal zu Mal besser in dem, was sie tun. Es gibt sogar Arschbomben-Weltmeister, ohne Witz. Im Klartext heißt das, dass sie die mentale und emotionale Arbeit, die für den Sprung in ihr persönliches Glück erforderlich ist, nur selbst erledigen können. Ich bin dabei gerne sozusagen als Bademeisterin und ermutigende Schwimmtrainerin an ihrer Seite. Von ihrer Umwelt sollten sie hingegen keine oder wenig Unterstützung erwarten. Denn ihr Partner, ihre Kinder, ihr Chef, ihre Kollegen oder gar ihre Nachbarn wollen meist nicht, dass sich irgendetwas verändert. Schon gar nicht sie. Doch wenn sie selbst fest entschlossen sind, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen, die Opferrolle hinter sich zu lassen, Verantwortung für ihr eigenes Denken, Fühlen und Handeln zu übernehmen und dann mit einem lauten Platsch in den warmen Pool der guten Gefühle zu springen, dann biete ich Ihnen hier die Möglichkeit dazu. Ich unterstütze Sie in Ihrem Selbstcoaching-Prozess durch zahlreiche Übungen und liefere Ihnen zudem noch jede Menge Material, damit Sie besser verstehen, wie Sie eigentlich dorthin gekommen sind, wo Sie jetzt gerade sind. Und vor allem, wie Sie dort so schnell wie möglich wieder wegkommen. Ganz nebenbei werden Sie viel über die menschliche Natur, die Programmierungen in Ihrem Gehirn und über automatisierte Verhaltensweisen lernen. Schritt für Schritt werden Sie Ihre eigenen Gedanken, Gefühle und Handlungen wertfrei überprüfen und allmählich durch nützlichere ersetzen lernen. Ich nenne das die Kurve kriegen. Und dann werden Sie jede Menge gute Gefühle kennenlernen und üben. Ja, fühlen kann man üben. Und wenn Sie dann soweit sind, um neue Wege zu gehen, schauen wir uns noch an, wie Sie den ganzen Prozess mit Ihrem Körper unterstützen können. Und dann sind Sie bereit. Bereit für den großen Sprung. Wir starten unseren gemeinsamen Weg im ersten Teil mit einem Überblick über die beiden Hemisphären der emotionalen Wasserlandschaft. Im zweiten Teil begeben wir uns in den kalten Pool, in die Sphäre der Angst, die in ihren diversen Erscheinungsformen fast allgegenwärtig in unserem Leben ist. Sie kann uns in kürzester Zeit den Boden unter den Füßen wegziehen und uns in schlimmste Krisen stürzen. Daher befassen wir uns auch mit der Natur einer Krise und den üblicherweise ablaufenden Mechanismen, die sich oft als Wachstumsbremsen oder Problembeschleuniger auswirken. Dieses Verständnis der Zusammenhänge wird es Ihnen erleichtern, mit Ihrem Veränderungsprozess an den richtigen Stellen anzusetzen. Im dritten Teil des Buches wird es dann deutlich wärmer. Hier befassen wir uns mit all den angenehmen, beglückenden und heilsamen Gefühlen, die ich dem warmen Pool, also der Sphäre der Liebe, zuordne
und die wohl jeder Mensch gerne häufiger erleben möchte. Um jedoch dauerhaft in diesen Glücksgefühlen zu baden und somit nachhaltig mehr Lebensqualität zu erlangen, braucht es gerade am Anfang viel Achtsamkeit, Geduld und Verständnis für sich selbst, den festen Willen zur Veränderung und ein bisschen Ausdauer. Nur mit Mut und der klaren Entscheidung für radikale Selbstliebe wird der Umzug ins Warme dauerhaft gelingen. Um sich hierbei zu unterstützen, liefere ich Ihnen im weiteren Verlauf des Buches wissenschaftliche Fakten und jede Menge Erfahrungswissen sowie viele praktische Übungen. All dies hat sie dann vorbereitet, um im vierten Teil des Buches die Pool-Methode tatsächlich anwenden zu lernen und praktisch in ihrem Leben zu etablieren. Daher erkläre ich Ihnen in diesem Teil des Buches ganz genau die vier Schritte, die Sie gehen müssen, um auf der anderen Seite anzukommen. Also erhalten Sie quasi eine Blaupause für Ihr persönliches Wohlfühltrainingsprogramm. Wir gehen diese Schritte anhand von Beispielen gemeinsam durch. So lernen Sie nicht nur Ihre Emotionen zu erkennen und konsequent zu regulieren, sondern ich verrate Ihnen auch die wichtigsten Stolperfallen, die Sie möglicherweise immer wieder ins Schleudern bringen könnten. Denn auch wenn durch die Anwendung der Pool-Methode ganz sicher bald vieles besser wird, so wird doch ganz sicher nicht alles sofort besser. Und es wird auch nicht alles sofort klappen, was Sie ausprobieren. Doch mit jedem Mal wird es Ihnen besser gelingen. Glauben Sie mir. Es ist genau so, wie Portia Nelson es in ihrer Autobiografie in 5 kurzen Kapiteln beschreibt. Kapitel 1: Ich gehe die Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich falle hinein. Ich bin verloren. Ich bin hilflos. Es ist nicht meine Schuld. Es dauert eine Ewigkeit, wieder herauszukommen. Kapitel 2: Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich tue so, als sehe ich es nicht. Ich falle wieder hinein. Ich kann nicht glauben, dass ich schon wieder dort bin. Aber es ist nicht meine Schuld. Es dauert immer noch sehr lange, herauszukommen. Kapitel 3: Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich sehe, dass es da ist. Ich falle immer noch hinein. Aus Gewohnheit. Aber meine Augen sind offen. Ich weiß, wo ich bin. Es ist meine eigene Schuld. Ich komme sofort heraus. Kapitel 4: Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich gehe darum herum. Kapitel 5: Ich gehe eine andere Straße. So, ihr Lieben, das wäre für heute mal so der Leseteil. Jetzt versuche ich mal hier an meinem Mini-Handy die Beiträge von euch zu lesen. Aber guten Morgen, liebe Barbara. Ja, das freut mich, dass du da bist, liebe Claudia. Der Titel hat mich einfach total angesprochen. Ja, bleib weiter neugierig. Ja, viel mehr Kommentare kann ich jetzt hier nicht sehen. Das macht doch nichts. Wenn ihr Fragen habt, auch im Nachgang, also wie gesagt, das Video bleibt online. Und ich würde mich sehr freuen, mit euch mehr in die Interaktion zu kommen. Nicht nur schon über das Buch, über die Methode, aber fangt vielleicht doch einfach an, wenn ihr Schwierigkeiten in eurem Leben habt, mir die Fragen dazu zu stellen. Wir sind hier in der Gruppe, ich werde das ja nicht rausposaunen und ihr müsst auch nicht die Hosen runterlassen im Sinne von, was genau ist passiert. Aber manchmal hat man so Dinge, die einem immer wieder begegnen. Schwierigkeiten, die ständig wiederkommen. Und vielleicht kann ich da mit einem kleinen Tipp oder mit einer kleinen Intervention aus dem Buch schon mal unterstützend eingreifen oder einen Hinweis geben, wo in dem Buch du das finden könntest. Ich bin ja insgesamt nicht nur Autorin, sondern eben auch Coach und freue mich, mit euch hier stärker in Kontakt zu treten. Und ich hoffe, die Gruppe wächst noch.
Ja, ich wollte das eben nicht auf meiner sonstigen offenen Facebook-Seite machen. Da habe ich fast 1000 Freunde. Das muss ja vielleicht auch nicht sein, dass da jeder quasi mit diesen Buchen, mit den Themen darin jetzt konfrontiert wird. Also wenn ihr jemanden kennt, der gerne oder von dem ihr meint oder der ihr meint, die könnte das gebrauchen, ladet sie gerne ein, macht irgendwie ja, Werbung für diese Gruppe. Ich freue mich, je mehr wir sind, desto vielfältiger wird vielleicht auch das Angebot. Also es hat jetzt hier angefangen zu regnen, aber Gott sei Dank heute nicht so schlimm wie sonst nachmittags. Die Regenzeit hier ist noch nicht ganz zu Ende. Aber ansonsten war ein sehr schöner Tag und ich freue mich sehr auf eure Fragen, auf eure Kommentare, auch gerne auf Anregungen. Und am nächsten Freitag werde ich wieder den nächsten Teil vorlesen und da wird es dann richtig spannend. Da werdet ihr, also was heißt, vielleicht ist es nicht spannend für euch, aber das war für mich das absolut schwierigste Kapitel zu schreiben. Das heißt Kaltwasserexpertin am Start und das ist im Nachgang zu der Autobiografie von Portia Nelson eine autobiografische Abhandlung über mich, wie ich überhaupt zu diesem Thema, zu dieser Methode, zu dieser Arschbombe überhaupt gekommen bin. Da lasse ich so ein bisschen die Hosen runter. Also bleibt gespannt. Ich habe manchmal Schwierigkeiten, das vorzulesen, weil es mich immer noch berührt. Auch wenn es schon zum Großteil sehr lange her ist. Insofern hatte dieses Buch zu schreiben für mich auch in gewisser Weise einen Selbstcoaching, einen Selbstheilungseffekt. Schreiben ist ja oft auch, wie soll ich sagen, Heilung mag ich nicht, ich war ja nicht kaputt, aber es waren schon Gedanken in meinem Kopf, die mir nicht immer gut getan haben. Also, ich schicke euch in einen wunderschönen Tag, genießt es, versucht, wenn es irgendwie geht, gut gestimmt zu bleiben. Ihr habt es in der Hand, eure Gefühle zu managen. Wir werden das im weiteren Verlauf hier miteinander und anhand der Pull-Methode trainieren. Bis bald. Ciao.